Folge mir. Na gut. Ich glaube, mit der Boten würde man was machen. Aber scheint leider nicht so. Oh, du lebst ja noch. Tut mir leid wegen deiner Freunde. Verschlossen. Wir müssen da irgendwie rein. Oh, hallo. Keine schöne Nacht, um draußen zu sein, was? Verschlossen. Hugo, kletter da rein und öffne schnell die Tür. Und sei vorsichtig, ja? Ja. Gut. Es riecht komisch. Alkohol von den Destillierapparaten. Da ist jemand. Sehen wir mal nach. Was ist denn der? Ey, Asthmatiker, wo bist denn du? Nach oben. Wer seid ihr? Magister Laurentius! Bleibt stehen! Er ist ansteckend! Hugo. Hier. Die Inquisition kam. Wir haben alles verloren. Ich konnte nichts tun. Ich... Natürlich. Sie wollten ihn. Ein Übel. Ein altes Übel. Fließt in den Adern eurer Familie. In ihrem Blut. Eure Mutter und ich versuchten, ihm Einhalt zu gebieten, aber seit dem großen Erwachen wächst es schneller. Du musst ihn beschützen, Amicia. Die Arbeit deiner Mutter fortsetzen. Ich? Aber wie? Meine Eltern haben dafür mit ihrem Leben bezahlt. Lass mich in Ruhe! Sie sind hier. Die Ratten sind gefährlich, aber chaotisch. Die Inquisition jedoch. Sie suchen den Jungen ohne Unterlass. Wir müssen verschwinden. Ihr müsst zum Chateau d'Ambrage. Lukas, geh in die Scheune. Du musst das Ignifer vollenden. Spart eure Kräfte. Ich werde mich beweisen. Das mit euren Eltern tut mir leid. Aber ihr seid nicht mehr allein. Wir müssen schnell sein. Helft mir mit dem Ignifer. Es schützt uns vor den Ratten. Was für ein Fuck. Na, Dings. Komm, Hugo. Nee. Ich will, dass du mitkommst. Ja. Ich werde es auch ein bisschen. Das Zeug ist in der Scheune. Los! Sie sind hineingelangt. Oh nein. Ich finde einen Weg, sie abzulenken.
frage ich mich, das ganze Haus war gerade unter Licht. Das ganze Haus. Warum ist es auf einmal? Diese Zeichnung. Was soll das sein? Eine Philosophie. Ich würde sogar sagen, ein ganzes Leben. Das Leben eines Alchemisten. Wirklich hübsch? Retro, du hast noch mit dem Opa. Ich muss mal ankreuzen. Ich möchte schon. So. Oh, die Schenken. Gute Idee. Aber sie fürchten sich vor dem Licht. Die Laterne. Schon in Ordnung. Los! So. Tut mir leid. Keine Sorge. Das war's. Hugo, nimm meine Hand. Nein. Na schön, aber bleib in meiner Nähe. Ist bei euch alles in Ordnung? Wir haben eine lange Reise hinter uns. Eine sehr lange Reise. Da würde ich so verstehen, warum es ein bisschen Krieg zwischendurch gibt. Oh nein, da sind sie wieder. Wie sind die hier reingekommen? Überall. Wir müssen zur Rückseite der Scheune. Aber wir können nicht ohne das Igne vergehen. Wie sollen wir... Wir brauchen Fleisch. Tot oder lebendig. Muss ich jetzt hinterher rennen? Hiermit könnte es gehen. Verstehe. Ich helfe dir. Wir füttern es. Sowas in der Art. Abendessen, Schweinchen. Lecker Futter. Oh. Wer es nicht hingucken kann, dann einmal wegschalten, ja? So ist es gut. Und gut kaum, sonst bekommst du Bauchweh. Es darf auf keinen Fall entkommen. Ich werde absperren. Da ist eine Leiter auf der Seite. Kommt mit. Gehen wir. Hugo? Hugo, hör zu. Schmoll ruhig, aber bleib in meiner Nähe. Zuerst. Und der sieht was jetzt. Oh Gott, der hat. Ah, das Licht! Ja, Hugo, sieh lieber nicht hin. Warum? Was machst du da? Ich bin Nike-Go. Hör auf, sie fressen es. Es lebt doch noch. Wir haben keine Wahl, Hugo. Wir müssen die Ratten loswerden. Das ist furchtbar. Du bist genau wie die anderen. Hugo, es gab keinen anderen Weg. Kommt, hier rüber. Schweinchen. Passt auf, wo ihr hintretet. Das hier ist kein gewöhnliches Labor eines Arztes. Mein Meister ist vor allem ein großer Alchemist. Du heißt Amicia, oder? Ich bin Lukas. Ich würde dir gerne etwas zeigen. Aber dazu benötige ich Alkohol und Schwefel.
Sie müssen hier irgendwo sein. Sag mir, wenn du sie gefunden hast. Na schön. Alkohol und Schwefel. Wenn man die Ratten auf ihr hört. Levita extractam sic. Ich löse die Reagenzien. Das ist Latein. Auf eine alchemische Vereinigung. Dieser Ofen. Einfach so einen nennt man Athanor, glaube ich. Warum bin ich nicht so krank wie Laurentius? Er wurde von einer Ratte gebissen. Du nicht. Und wird er sterben? Ich tue, was in meiner Macht steht, um Sieht das aus, zu verhindern. Sieht aus, als hätten sie eine ganze Weile hier verbracht. Alkohol, Schwefel, das ist alles. Hier, Lukas. Gut, jetzt musst du sie vermischen. Langsam, es ist nicht gefährlich. Na gut. So, es ist... Ratten! Oh nein! Nein! Wir sitzen fest! Nein, das Ignifer, Amicia. Es ist Zeit. Ziele auf die Glut in der Mitte des Raums. Geht klar. Wow! Oh! Es macht Feuer! War ich das? Habe ich gerade Alchemie gemacht? Ja, die Mischung war perfekt. Scheint so, als hättest du das von deiner Mutter. Weißt du was? Ich zeige dir, wie man andere Geschosse herstellt. Die werden dir nützlich sein. Das wäre toll. Noch mehr. Vielen Dank. Ich habe meine Mischungen fertig. Wir sollten zurück zu Laurentius. Amicia, kannst du vorausgehen? Ratten! Zurück! Das Ignifer! Wirf es in die Glut! Hoffentlich schlagen mir die Flammen nicht ins Gesicht. Los, kletter hoch! Was hast du bitte mit los? Ach, du hast mir das doch nicht bitte Danke sagen wollen. Das sind ganz schön viele. Laurentius. Ich bahne uns einen Weg. Folgt mir. Ja, gewiss. Los, komm. Lass mich. Hugo, hör mal. Wegen vorhin. Ich wollte dir nur sagen, dass es mir... Nein! Amicia! Die Ratten! Die Lichter sind auf! Nein! Nein! Meister! Lukas, warte! Destillierfeld! Hinter der Mühle. Na dann los. Amicia, die Windmühle steht fast in Flammen.
Ich bin noch gelaufen. Sie sind im Singen! Oh, wohin jetzt? Wohin? Da! Da drüben ist ein Boot, gleich hinter der Mühle. Na dann los! Ich kann gerade nicht schnell laufen. Keine Ahnung, was das los ist. Sie sind im Singen! Oh, wohin jetzt? Wohin? Da! Da drüben ist ein Boot, gleich hinter der Mühle. Na dann los! Ja, das war's mit Kapitel 4. Wir werden uns das nächste Mal wiedersehen bei Kapitel 5, die Beute der Raben. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Trotzdem ist ein bisschen dulliger Aufbau von mir. Wünsche euch dahin noch einen schönen Nachmittag, schönen Abend, ich weiß, oder einen schönen Tag. Ich weiß nicht, wann ihr es anschaut. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Egal, was ich mache, haut rein. Ciao, ciao.